Ja, ich will gerne versuchen, etwas zu sagen aus unserem Sektionsfeld der Land- und Ernährungswirtschaft in der Situation jetzt dieser Corona-Krise. Und vielleicht fange ich an ganz konkret, wie es ist bei uns auf dem Hof und in der Käserei. Und da muss ich sagen, das Leben geht seinen gewohnten Gang zunächst. Wenn ich anschaue, wie wir arbeiten im Stall, es ist ja Ende Winterfütterungszeit, wie wir arbeiten auf dem Feld, es ist ja der Anfang des Frühjahrs bei uns, wie wir mit den Böden, mit den Pflanzen umgehen, dann muss ich sagen, Corona betrifft den Menschen und nicht direkt jetzt die Naturwesen. Es sind keine Tiere krank, es sind keine Pflanzen krank, es ist kein Boden in dieser Weise behindert in seiner Frühjahrsentwicklung jetzt. Also zunächst möchte ich sagen, unsere landwirtschaftliche Haupttätigkeit, nämlich diese Naturgrundlagen so zu kultivieren, dass eine Produktion entsteht, das geht seinen gewohnten Gang. Und ich möchte einfach auch sagen, mir persönlich gibt das eine ganz große Sicherheit. Ich stehe auf dem sicheren Boden meiner landwirtschaftlichen Produktion. Und das ist ein Privileg. Und ich glaube, viele von uns sind in dieser Situation und wir müssen jetzt das übersetzen in eine soziale Haltung, dass wir das nicht für uns behalten, sondern diesen sicheren Boden, den wir haben, weil ja gerade viele von unseren Zeitgenossen den sicheren Boden unter den Füßen verloren haben, dass wir das zur Verfügung stellen und nicht für uns nur in Anspruch nehmen. Und ich hoffe einfach, dass das in den allermeisten Teilen der Welt so ist. Ich habe auch keine gegenteiligen Nachrichten, sondern die Natur ist jetzt in dieser Weise direkt der Corona-Krise, das ist ja dann ganz anders bei der Klimakrise, ist stabil, gibt uns Halt und trägt uns. Eine zweite Sache ist, wenn wir mit unseren Produkten in den sozialen Organismus gehen, wenn wir die verkaufen, handeln und so weiter, da sind natürlich dann viele Verwerfungen auch für uns einfach eine Tatsache. Und ein Phänomen ist dasjenige, und das betrifft bei uns meines Wissens praktisch durchgängend jetzt auch den Biohandel in der Schweiz und die Biokonsum in der Schweiz, dass der Markt überhitzt ist. Es gibt eine riesengroße Nachfrage. Es gibt 40% Umsatzsteigerungen, 70%. Wir haben in der Nachbarschaft einen kleinen Hofladen, der hat verkauft viermal so viel wie vorher. Und das kann einem auch zunächst freuen, das ist toll. Also bei uns leert sich der Käsekeller, wir können das überschüssige Lagergemüse jetzt noch absetzen und so weiter. Also dort, wo man nicht auf den Markt geht mit den Produkten, weil die sind ja verboten, sondern wo man über den Handel geht auf irgendeine Weise, da ist jetzt eine große Nachfrage, das ist auch nachvollziehbar. Die ganze Außerhausverpflegung in Restaurants und so weiter ist jetzt in vielen europäischen und jetzt auch anderen Ländern einfach verboten, abgestellt. Jeder verpflegt sich zu Hause, das läuft über den Laden oder über eine Direktvermarktung oder so. Und da ist jetzt die Nachfrage außerordentlich groß. Und wenn man Schwierigkeiten hat, meiner Erfahrung nach, ist es Lieferschwierigkeiten und nicht Absatzschwierigkeiten. Und das ist ja eigentlich, wie soll ich mal sagen, auch eine fast privilegierte Situation für uns, wenn man denkt, wie viele andere Kleinunternehmer, Kleinstunternehmer jetzt einen Totalzusammenbruch ihrer wirtschaftlichen Existenz haben. Es ist ja ein kolossales Grounding, würde ich mal sagen, der ganzen Wirtschaft im Zuge der sozialen Verordnungen. Und man hat das gewusst aus der Geschichte für meine Generation, dass Krisenzeiten die Zeiten sind, wo man auf die ganz basischen Grundbedürfnisse zurückgeworfen wird. Und Essen ist eigentlich das basischste Grundbedürfnis.
Und in dieser Weise ist das jetzt in einer ganz anderen Art wichtig, als wenn man eigentlich in einer Überflussgesellschaft lebt und man schnäppchenweise sich dasjenige pickt, was einem gerade passt. Jetzt muss man essen und in dieser Weise sind wir als Produzenten, Händler, Verarbeiter in der Ernährungsbranche eigentlich nicht in einer Krise, sondern in einer Situation, die ihn fordert, aber wo das Bedürfnis ganz klar zu uns kommt. Und ich möchte das auch zum Anlass nehmen, um nochmals in Erinnerung zu rufen, dass alles, was wir machen, qualitativ, auch im Sinne einer Bildung von Biotopen, von Ökotopen, von landwirtschaftlichen Organismen, wo wir zum Teil auf Produktion im Sinne von Nahrungsmitteln verzichten, damit dieser Teil unserer Arbeit voll zum Tragen kommt. Es ist jetzt auch eine Zeit, wo wir auch uns wieder klarer werden, auch die qualitative Produktion immer in einem gesunden Rahmen ist auch ein sehr wichtiger Auftrag. Die Menschen müssen essen und es soll von uns auch kommen. Also man hat ja oft ein bisschen diese Frage, soll man mehr Ökonomie, mehr Produktion? Und wir neigen in unserer Bewegung, glaube ich, stark zu einer starken Ökologisierung. Das soll auch sein, aber diese Zeiten, die wir jetzt gerade durchmachen, zeigen uns auch, es soll auch quantitativ etwas von unseren Höfen kommen und durch den Bio-Kanal sozusagen zu den Menschen finden. Ja, und durch diese Corona-Krise, die ja den Menschen betrifft, seine Leiblichkeit, ist es ja so, dass die große ökologische Krise, nämlich die Klimaherausforderung, im Moment ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Wir wissen auch, dass unmittelbar das Klima eigentlich profitiert von diesem Grounding der Wirtschaft. Wir sehen Luftaufnahmen, wo die Luft über den großen Industriezentren wie zum Beispiel Wuhan in China oder die Po-Ebene in Norditalien wesentlich besser ist als zu normalen Zeiten in einem Jahr. Und da sieht man, eigentlich sind die beiden Sachen korreliert. Das heißt, wenn man beides zusammennimmt, stehen wir doch vor der ganz großen Frage, wie wir mit unserer Zivilisation, mit unserer Gesellschaft eigentlich weitergehen. Also ich erlebe es so, dass wir nicht nur einen Stopp haben. Es war normal, jetzt ist eine Art Zwischenstopp, Boxenstopp und dann geht es weiter, sondern ich würde dazu aufrufen, ein bisschen dieses Bremsen, diese Vollbremsung eigentlich unseres öffentlichen Lebens auch dazu zu nutzen, dass wir uns, und das kann ja dann eigentlich nur jeder auch für sich machen oder jeder Hof oder jede Familie für sich, ja, wie wird die Zeit nach dieser Situation sein, die uns so stark jetzt aus dem normalen Leben herausgerissen hat? Wird es einfach weitergehen? Das ist ja sicher ein Aspekt, aber ist es nicht auch jetzt eine Möglichkeit, ein bisschen das Essentielle zu suchen? Und zu fragen, wird alles so weitergehen, wie es vorher war, oder gibt es gewisse Richtungsänderungen, gewisse Gewichtsverlagerungen, die man jetzt eigentlich in dieser verordneten Ruhezeit auch sich einfach fragen kann, zum Teil vielleicht sich auch schon entscheiden kann, damit, wenn dann das Leben, was ja hoffentlich irgendwann dann wieder auch einfach seinen normalen Gang nehmen wird, und uns fortreißen wird, uns wieder in den normalen Stress bringen wird, dass wir dann jetzt etwas gearbeitet haben. Und vielleicht kann ich einfach als Beispiel sagen, ich bin jetzt hier im Goetheanum, das ist ein Riesengebäude, wo normalerweise pro Tag Hunderte von Besuchern da sind. Wenn die großen Tagungen sind, kann man sagen fast Tausende. Das ist jetzt alles zu für das Publikum. Das Goetheanum ist in dieser Weise von den Menschen her fast leer.
Aber wir haben als Goetheanum-Leitung, das sind alle Sektionsleiter und der Vorstand, entschieden, dass wir jetzt hier eine außerordentliche Klausur machen, uns für 2,5 Tage tief fragen, was ist jetzt unsere Aufgabe in diesem speziellen Moment zwischen einem Vorher und einem Nachher, dass wir das nicht vorbeigehen lassen und einfach Pause machen, sondern in uns gehen und mit dieser ein bisschen in die Tiefe schürfenden Frage uns versuchen, der Zeitsituation so zu stellen, dass wir ihr auch nicht nur Unterliegen und Getriebene sind, sondern sie in diesem Sinne auch als Arbeitsauftrag empfinden und versuchen, das machen wir gerade diese Tage, eigentlich unsere Positionierung, unseren Auftrag als Hochschule für Geisteswissenschaft im Zusammenhang mit diesen sehr großen Herausforderungen unserer Zeit wie neu zu setzen, neu zu greifen, neu zu formulieren und zu wirklichen Arbeitsvorhaben zu kommen. So möchte ich vom Goetheanum aus und auf dem sicheren Boden meines Hofes stehend einen ganz herzlichen Gruß in die weite Welt, in die große Runde senden und allen eine ganz gute Gesundheit wünschen und Vertrauen in die Situation, dass diese Erde und die Natur uns tragen und wir diese Krise, wenn wir sie denn als solche erleben wollen, auch gut überstehen können. Einen herzlichen Gruß an alle.